Ja, einen herzlichen guten Tag. Ich zeichne das gerade hier an einem 30. April bei 7 Grad Außentemperatur auf, bei mir hier zu Hause. Also nicht in der Wohnung, sondern draußen. Und dann dürfte sozusagen also der Distanz in den Mai wohl schon gelaufen sein. Tanz in den Mai, ne? Ist klar. Ich habe nämlich für meinen Ort nämlich so ein bisschen was angeleiert und dann kann man sich das über so ein Streaming-Portal angucken. Aber das mache ich jetzt nicht persönlich, ich habe nur die Technik da gemacht und da gibt es einen DJ und noch so einer, der da die Räumlichkeiten zur Verfügung hat. Und es sind nur zwei Leute, also keine Angst. Das geht alles schön staatskonform mit rechten Dingen zu. Gut, okay, das war jetzt halt eben nochmal meine Kurzbemerkung. Jetzt sind wir in einem neuen Raum. Ich hoffe, dass wir immer noch hier... Bibliothek. Also sorry, ich dachte, dass wir hier die Bibliothek... Ach, schau einer mal, guck. Ja, wie ihr in den Mai gekommen seid, wahrscheinlich auch irgendwie. Vielleicht habt ihr eine Privatparty gemacht oder so. Ich weiß es nicht, ne? So mit lauter Musik. Aber darf man ja auch nicht mehr machen, ne? Was jetzt? Ich habe das jetzt aufgemacht und ich krieg hier nichts zu lesen. Nochmal. Nein, ich krieg hier nichts zu lesen. Weiß der Geier auch warum. Nur ich weiß, dass sie die Truhe noch nicht geöffnet hatte. Die sogar eine Steintafel des Bogenschützen Römisch 2 beinhaltet. Dann wollen wir die auch gleich mal angucken. Unter. Was war das nochmal unter? Schriften oder wie oder was oder was? Da ist er ja schon. Cool. Gut, dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Potenzial hier an. Bogen haben wir jetzt 78%. Ist doch perfekt, liebe Leute. Ja, dann muss ich weiter gucken. So, habe ich das jetzt hier alles ausgeräumt? Gibt es hier in den Ecken noch was? Ja, ist doch noch was da war, oder? Nee. Lass mich immer von diesen Spinnenweben hier verunsichern. So was aber auch. Ja, dann ist es wohl hier nicht die Bibliothek. Kann mir gerne, wenn ich sie noch nicht finden sollte, hier in dieser Folge, denke ich mal, dass ihr mir ein bisschen helfen könnt, wo die tatsächlich die Bibliothek ist. Ja, hier haben wir angefangen. Oh, hier gibt es noch ein rostiges Schwert zu holen. Ja, dann können wir hier wieder raus. Sind wir wieder hier. Da, wo es runter ging. Moment mal. Nee, jetzt habe ich schon... genau, richtig. Die hatten wir ja schon. Die hatten wir dann auch respektive. Ja, das war es dann wohl irgendwie. Oder habe ich irgendwas... Schaltertechnisch? Nein. Die Bibliothek im Canyon ist dieses also nicht. Tja, Irren ist männlich. Ist ja auch irgendwie hier die alte, das alte Gemäuer hier. Also nach Bibliothek ist da, dann muss ich irgendwo, ist die Bibliothek denn dann? So, ich bin jetzt da oben. Und wir sind im Canyon. Dann gehe ich mal einen anderen Weg. Ich gehe mal hier gucken. Weil hier ist nichts. Ah, muss ich noch einrendern hier. Bibliothek im Canyon. Kann das sein, dass wir hier rüber müssten? Bei diesem Bogen, da war doch was. Schauen wir mal weiter. Wenn ich da oben hochgehe, komme ich wieder Richtung Grex Piratenlager. Es ist schon lange her, dass ich hier war und... Asche auf mein Haupt, dass ich dann hier eventuell irgendwo eine Bibliothek vergessen habe. Respektive, hier gibt es ja noch einen Schnabbe, Drachenschnabbe. Das ist ein einzelner Typ, ist das. Oh, hier gibt es noch Lootgut. Da müssen wir gleich mal hin, aber als erstes mal den Drachensnapper mal holen. Erstmal hier. Okay. Sum, sum, sum. So, Blaufliedertjes. Oh, hier ist ihr ein Sack. Mittlerer Lederbeutel. Da klimpern bestimmt ein paar Monster drin. Goldbrocken drin. Oder Trolle.
Ja, dann versuchen wir ihn mal wegzusprengen. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwo die Hilfe einer Anhöhe kriegen. Also was? Erstmal hier noch ein bisschen looten, bevor ich es nachher wieder vergesse. Ja, man kann nicht alles... Oh, hier ist noch ein Lederbeutel. Und eine Windfaust lag da. Man kann natürlich nicht alles looten lassen, beziehungsweise hinkriegen, was Loot gut angeht. So. Guten Tag, Herr Troll. Kommen Sie und reagieren Sie. Na, siehste. Er kommt da sogar da nicht hoch. Okay, das ist gut für uns. Dann können wir einfach mal richtig drauf lossprengen. Bums, 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 die bums, die klumpsti, mumsti. Los, fall um. Jawohl, 900. Kann man hier irgendwie noch hoch? Nö, brauchen wir wohl nicht. Schwupps. Der olle Troll ist weg vom Fenster. Und schauen wir nochmal hier in die Gegend. Ob es hier noch irgendwas zu looten gibt? Nö. Erstmal nicht. Ja. Das ist jetzt hier so ein Eingang, ne? Wo ich auch schon mal vor langer, langer Zeit war. Das kann ich jetzt hier bestätigen. Weil in der Truhe nichts drin sein wird. Richtig. Also, wieder raus. Ja. Wer hat denn diesen Stein hier davor gestellt? Und der Troll ist jetzt weg. Gucken wir nochmal auf der Karte. Ja, das verengt sich da hinten und geht auch nicht weiter. Ja, da wird nichts sein. Das ist hier undurchdringlich. Hehe, dann gehen wir wieder zurück. Das werde ich mal eben aufmachen und irgendwo einen anderen Suchansatz suchen müssen. Jetzt bin ich auf dem Steinbogen und habe dann da hier mal so einen alten Haudegen gefunden, der da heißt Wachensnapper. Gibt es ja diesen geheimen Gang da mit diesen offenen Fenstertjes. Sag ich jetzt mal so Teilhöhlen. Genau, und was haben wir hier? Ach so, mein Kräuter. Ich muss mal eben meinen Bogen umspannen. Supi. Ich denke mal, dass ich den Minecrawler Warrior hier ganz... Ja, das haben wir schon, das weiß ich. So. Achso, jetzt habe ich den da hinten anvisiert. Wunderbar. Nö. Bleib doch mal nicht so am Zappeln hier. Bleib doch mal stehen, danke. Ja. Mal hier weiter gucken. Ach, noch ein Troll. Okay. Jetzt. So, die Truhe werde ich... Ups, Butlerfleische. Truhe werde ich garantiert auch schon geöffnet haben. Ja. Hast du dich nicht eben noch bewegt gehabt? Oh! Da war noch ein Suchender. Wollen wir uns erstmal dem Troll annehmen oder wie oder was? Der ist da. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht bleibt er hier auch irgendwie hängen oder so. Tschüss. Wollt ihr mir die Pfote reichen, oder wie? Mal gucken. Ach, der Gott, kommt da so rum. Okay, komm. Komm mal ums Eck. Oh, er kommt sogar nach. Da ist ein Suchender, da müssen wir jetzt aufpassen. Oh, er kommt nicht durch.
Sehr gut, er kommt nicht durch. Ah, Glück gehabt. So, ja, ne? Bist zu dick für den Eingang. Oh. Letzte Regungen. So, nochmal hier gucken. Ach, die hat der Troll wahrscheinlich alle kaputt geballert oder was? Ulkig. Echt ulkig. Ja. Rufbuzzer? Mach mal nette Breide hier. Alles hier absuchen. War denn jetzt der Suchende? Der war ja da hinten rum. Da steht eine. Da steht eine. Der Suchende. Ja, dann pieksen wir dich mal an. Haben wir hier hoffentlich gute Deckung. Oder geht das auch dadurch? Ja, schade, er versucht zu gehen. Hau ab! Oh. Kommt er? Nee, er bleibt da hängen. Gut, okay, dann mache ich mal Folgendes. Oh, da ist ja noch ein Warrior. Wird der auf mich aufmerksam? Jo. Das machen wir mal so nebenbei. Und, wo bist du denn? Oh, er hat sich da verpinkelt. Gut, okay, dann riskieren wir es mal. Ich speichere noch mal. Risiko hat sich gelohnt. Upf. Mhm. Ein paar Butlerfleisch. So, hier haben wir natürlich auch wieder was sehr Auffälliges. Dass hier noch was zugeschüttet ist oder noch zu ist. Sodele. Ja, dann haben wir wieder das. Hier haben wir auch alles durch, okay. Hier gibt's nix. Truhe auch bestimmt leer. Ja. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier genau sind. Es gibt da noch Zwischengänge. So, nee, wir sind schon hier im Übergang zum Sumpf. Na? Jetzt gehen wir sozusagen wieder zurück. Dachte, das wäre irgendwie hier größer, länger, gemütlicher. Ja, genau, richtig. Super. Okay. Ja, Bibliothek, die wird bestimmt woanders wo sein. Aber jetzt gehen wir ja in den Sumpf rein, beziehungsweise kommen in den Sumpf. Was für mich dann auch nicht so der Canyon wäre. Oh, Dunkelpilze. Ja. Okay, stopp. Nicht so schnell. Okay. Na, stopp. Moment. Ach, ich und meine Oreo. Ach so. Ja. Das wäre dann sozusagen der Durchgang. Deswegen. Und nu muss ich weitersuchen. Oh ja, auch hier in diesem kleinen Tümpel befinden sich so schöne Sachen. Ach, wieder ein leichter Fisch. Okay. Gucken wir uns mal den leichten Fisch an. Ei, da ist er ja. Irgendetwas in diesem Fisch versteckt.
So, drei Gegenstände erhalten, Dietriche. Ja, okay. Das kann man eigentlich gebrauchen oder auch nicht. Die könnte ich verkaufen, weil ich kann gut Schlösser knacken. Okay, geht's mal weiter mit Suchen. Irgendwo ging es mal rum. Auf der rechten Seite, das wusste ich noch. Irgendwo. Genau, hier so ganz versteckt, hier oben hoch. Genau, die habe ich doch schon, oder? Naja. Hacken ist nicht schädlich. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay. Hä? Dachte, ich hätte das nämlich auch noch mal gefunden. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Wenn ich hier noch nicht war. Hier ist doch nichts. Ich komme doch nicht weiter. Nee, definitiv komme ich hier nicht weiter. Okidoki. Jetzt heißt es wieder weiter suchen. Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist nicht.
So, check 1, 2, 3. Ja, liebe Leute, da ist mir noch irgendwie ein Malheur passiert. Ich habe aus Versehen meine Mute-Taste, die ich hier auf meiner Tastatur definiert hatte, habe ich aus Versehen aktiviert. Deswegen gab es ein paar Minuten keinen Kommentar von mir. Aber okay, ich mache das jetzt mal hier im Spiel, weil nachvertonen habe ich jetzt nicht die Zeit zu. Ich war ja da hinten an dem Turm und habe dann halt eben noch die Truhe knacken müssen und bin wieder zurück. Und ja, soweit ich das jetzt nochmal eben in meiner Grobaufnahme nachvollziehen konnte, ja, ist alles aus am Schlagen, das ist gut, dann können wir weitermachen. Ich bin hier unten bei der Verzweigung, die hier noch richtig runter geht, und ja, ach Leute, es deucht mir so irgendwie bekannt, dass da hier wieder so ein lustig Seechen ist. Also das sind so Sachen, auf die man echt nochmal kommen muss. So, Lörkerches. Oh, nur doch, ja. Upp, upp, upp. Noch Loot gut hier. Nope. So, da gab es doch auch wieder so einen lustigen Untertauchkram. So langsam rattert es bei mir so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob es dann das zielführend ist zur Bibliothek. Das weiß ich jetzt nicht. So, da gab es dann noch irgendwas mit so einem Malus, Manus. Ne, das war hier nicht. Gut, also. Genau, irgendwie mussten wir hier runter. Meine ich, bin mir nicht sicher. Irgendwo sind wir runtergetaucht. War das hier oder war das woanders? Lange, lange ist es her. Doch nicht. Dahinter? Nee, das war hier nicht. Stopp! Hier geht's, glaube ich, rein. Nee, auch nicht. Oh, Leute. Oder? Das sieht nicht danach aus. Nope. Ja, okay, müssen wir auch wieder raus hier aus dem See. Ja, haha, da sind die Wasserfälle und ich wusste, es irgendwo gab es eine Öffnung, aber die ist hier oben. So, abgespeichert hatte ich vorher. Was kommt uns noch entgegen, ist die große Frage. Eben mal kurz gucken, wo wir uns genau befinden. Wir befinden uns gar, ach da, ganz links unten, also links in der Mitte sozusagen. Hier gibt es noch ein paar Extrakte der Heilung. War hier noch was? Nein. Oha. Bin gespannt, was es hier Neues gibt. Ich glaube. Alles so unübersichtlich hier. Und jetzt sind wir an der Stelle. Jetzt sind wir oben. On top. Okay. Mhm. Ah, Leute. Die Bibliothek. Ich weiß, ich war hier schon mal. Ich meine, das würde hier auch noch zu Kilian gehen. Zum Druiden. Aber ich habe auch mal geguckt und meine Corinnes-Runensteine, dass da irgendwie was mit Bibliothek steht, habe ich aber nicht gefunden. Ja, also wird es wohl hier erstmal, ich gucke nochmal hier im Off nach und suche nach, ob ich hier ein bisschen noch was finde. Ach, heute ist nicht mein Tag. So, beim Druiden Kilian angekommen. Mhm. Und hier haben wir noch eine Adanor-Statue, die haben wir noch gar nicht angebetet. Machen wir mal. Innor schenkt dir Mana plus 1. Das ist schön. Das ist auch lustig. Im Off habe ich nämlich auch schon gebetet. Und da hieß es, magisches Wissen plus 1. Dann habe ich nochmal neu eingeladen. Und jetzt heißt es plötzlich Mana plus 1. Naja, okay. Na, was machst du hier? Kilian der Einsame.
Richte mich Verwandlungszauber, Naturzauber, irrlich. Es wäre schwierig, seine Verwandlungsspruchrolle zu stehlen natürlich. Verwandlung in Oger, vielen Dank. Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, natürlich. Ihr habt ja gesehen, ich habe ganz wenig Getränke und ich habe 22.275 Jolt. Jetzt haben wir ja reine Lebensenergie. Da werden wir uns mal ein bisschen mit eindecken. Gut. So, nicht zu viel. Lassen wir ihm noch mal ein bisschen was. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen was. Lassen wir auch noch 10. Ja, ich würde mal sagen, dann gucken wir, ob er noch gute Sprüche hat. Wie zum Beispiel Unwetter kann man immer gebrauchen. Werde ich auch alle nehmen. So, dann gab es auch noch einen ganz wichtigen Spruch. Was haben wir denn hier? Da haben wir nochmal die Eishöhle. Schön. Ich kann die natürlich auch selber herstellen, aber die Leute sollen auch ein bisschen was verdienen an mir. So, dann machen wir sicherheitshalber das nochmal. Untote vernichten, Eisfall, Feuerball, Golem erwecken. Auch immer sehr gut. Als Abwechslungsmanöver. Großer Feuersturm kostet... wo sind die Kosten? Wert 150. Auch das. Ja, mittlere Wunden heilen. 60 nehmen wir auch alles mit. So, leichter ist Quatsch, brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, dann habe ich nur mit mal Verwandlung Blutfliege. Sollte ich auch noch mal sicherheitshalber machen. Ogre brauchen wir nicht. Haben wir selber ja jetzt. Okay, dann war es das schon mal. Irrlicht haben wir ja alles unterrichtet bekommen. Speichern. So, dann haben wir mal eine Stippvisite bei Kilian gemacht, nicht? Schreibpult. Jetzt könnte ich ein paar Sprüche schreiben, oder? Spruchrollen schreiben. Mal gucken. 5. 10-mal Eiswelle. Ja, okay, ich habe jetzt genug. Gehen wir mal gucken. Kontrolliere ich für mich selber nochmal nach, was ich schreiben kann. Blitzschlag, Untote vernichten. Boah, nee, die sind für mich alle so sehr unwirksam. Ja, und Feuerball. Nee, hör auf zu schreiben da. Tinte ist eh alle in der Feder. Okay. Ja, liebe Freunde, ich weiß nicht, wie ich zur Bibliothek im Canyon komme. Also für mich ist Canyon immer eine Schlucht. Oder ist es halt eben der ganze, gesamte Bereich gemeint auf der Karte? Wobei ich mich schon gar nicht mehr hier auf dieser Karte befinde. Oh Mann. Ja, auch sorry wegen der anfänglichen, oder... Aua! Wegen des anfänglichen, Tonausfalls. Aber der war ja nicht anfänglich, der war irgendwo mittendrin. Ich glaube ab 16. Minute brutto. Liebe Freunde, ich werde mich verabschieden. An dieser Stelle wünsche euch ein schönes Wochenende, Restsonntag und gucke mal hier oben, ob wir hier weiterkommen in der nächsten Folge. Ich verbleibe damit und sage Tschüss.